dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Am Mikrofon sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir beide freuen uns natürlich auf dieses interessante Spiel. Bayern München gegen Liverpool. Dann schauen wir doch mal, wie sich dieses Spiel entwickelt. Ich glaube, das wird spannend. Beide Mannschaften werden das Spiel sehr ernst nehmen. Mohamed Salah. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Ballverlust Liverpool. Und gibt jetzt die Führung. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Gnabry. Mit Auge. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. Leon Goretzka. Müller. Van Dijk macht zu. Die Flanke bleibt hängen. Erstmal geklärt. Goretzka. Sané! Nee, den Ball trifft er nicht so gut. Trent Alexander-Arnold. Was die offensiv beide drauf haben, das wissen wir ja. Also, das dürfte ein tolles Spiel werden. Ja, auf solche Spiele freut man sich als Kommentator natürlich immer ganz besonders. Das wird mit Sicherheit ein echter Leckerbissen, wenn sich diese beiden Offensiv-Giganten begegnen. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Das war einfach, er holt sich die Flanke. Fabinho. Henderson. Ein ausgeglichenes Duell heute für den FC Bayern. Könnte... Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. 1-0 durch Sadio Mané. Diese Szenen, die kann er. Da zeigt er seine Stärken. Da hält ihn keiner auf. Und das macht absolut Spaß, ihm zuzuschauen. Super Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Sané. Gnabry. Kimmich. Sieht gut aus, Lewandowski. Lewandowski jetzt. Leon Goretzka. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Die kurze Variante. Benjamin Pavard. Van Dijk ist zur Stelle. Müller am Ball. Serge Gnabry. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Und jetzt Alaba. Ball ist bei Goretzka. Da erobert er den Ball. Lewandowski. Serge Gnabry. Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. Ball ist wieder weg nach dieser vielversprechenden Aktion. Wijnaldum. Und weiterspielen, er hat auf Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Sie holen sich den Ball. Müller am Ball. Kimmich jetzt. Lewandowski jetzt. Sané. Gute Aktion. Pass auf Gnabry. Und jetzt Müller. Lewandowski. Da steht die Abwehr sicher. Mané weiter am Ball. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Ah, da kommt er nicht an Alaba vorbei.
Bei den Bayern sehen wir im bisherigen Spielverlauf eine erstklassige Ballbesitzquote. Aber wo bleibt die echte Torgefahr? Wo bleiben die Chancen? Trotz der Überlegenheit haut es nicht hin. Da müssen sie besser werden, wenn es keine Niederlage geben soll. Und es geht mit Abstoß weiter. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Flagge kommt ganz weit. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Vorne jetzt die Balleroberung. Starker Zweikampf. Es fehlt so die zündende Idee beim FC Bayern. Noch sind die Münchner zu harmlos vor dem Tor. Trent Alexander-Arnold. Ballbesitz Roberto Firmino. Mané. Am Ball immer noch Mané. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Pavard. Ballbesitz Müller. Sané. Gnabry. Jetzt nochmal die Bayern. Gnabry mit dem Pass jetzt. Er ist noch heiß. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Die Fans von Liverpool sind bislang zufrieden. War ein guter erster Abschnitt der Reds. Schauen wir mal, ob sie jetzt so weitermachen können. Fabinho. Robertson. Ball ist bei Roberto Firmino. Sie suchen die Lücke. Keine gute Aktion. Schlecht verteidigt. Ball kommt. Er gibt dem Elfer. Keine Frage, das ist ein Elfmeter. Aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte, Buschi. Strafstoß natürlich die richtige. Parade Neuer, immer noch gefährlich. Liverpool legt nach, die Führung beträgt jetzt also 2 Tore. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Spielstand 2:0, im Moment läuft es natürlich für sie. Pavard. Goretzka ist es. Jetzt vielleicht mal die Bayern. Kann er was draus machen? Situation geklärt von Van Dijk. Kimmich. Leroy Sané hat den Ball. Gut verteidigt. Salah fängt den Ball ab. Gut durchgesetzt, gefährlich. Die Riesenchance. Neuer hält, Ball noch im Spiel. Gnabry. Ballgewinn, gefährliche Position. Firmino. Schöne Flanke jetzt. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Nee, der Lupfer war verunglückt. Ja, müssen Sie jetzt abhaken. Aus so einer Chance müssen Sie mehr machen. Kimmich. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Ballverlust Bayern München. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Ein Pass mit viel Auge. Verteidiger ist dazwischen. Anderson. Mohamed Salah. Liverpool mit dem Ballverlust. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen.
Spiel geht weiter. Vorteil für die Bayern. Pavard. Ballbesitz Müller. Die Bayern mit dem Ballverlust. Wijnaldum. Mané. Die Gelegenheit für die Flanke. Gut aufgepasst, der hat die Flanke. Pavard. Ballverlust Bayern München. Angriff hier über Sadio Mané. Robertson. Da ist die Flanke ins Zentrum. Manuel Neuer ist da und verhindert den Gegentreffer. Kein Problem für den Nationaltorhüter. Alphonso Davies. Gnabry. Da ist jetzt Platz. Mit dem Pass suchen sie Lewandowski. Ah, oh, das war haarscharf. Da hat wirklich nicht viel gefehlt. Pavard. Hereingabe kommt lang. Klasse Kopfball, geht aber knapp drüber, da hat nicht viel gefehlt. Van Dijk. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Und Firmino. Salah, die Chance jetzt. Liverpool macht das Tor. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Kimmich. Goretzka ist es. War dann jetzt doch eine einseitige Partie hier. Das hatten wir knapper erwartet. Da kommt Firmino. Sadio Mané. Mané, da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stille. Ist er gut hingehechtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Und klasse durchgesetzt. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Flanke in Thiago. Das Tor durch Sadio Mané. Das ist eine seiner ganz großen Stärken. Hat die Übersicht und hat diese technische Brillanz. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Chabushi, es sieht nach einer harten Niederlage aus. Wie ist deine Einschätzung? Ja, wo waren Sie, die großen Stärken der Bayern? Nichts zu sehen. Also da bin ich mal auf die Stimmen der Spieler nach der Partie gespannt. Keine gute Verteidigung. Schönes Zuspiel. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Roberto Firmino. Und das ist der Ballverlust. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Douglas Costa, den muss er machen. Und da ist das Tor. Mehr als ein Tor für die Ehre wird das wohl nicht gewesen sein. Aber immerhin, es wird ein bisschen versöhnlicher. 4-1 jetzt also. Der Angriff könnte was werden. Parade Neuer, immer noch gefährlich. So, Schlusspfiff in dieser Begegnung. Der Sieg geht heute. Das ist eine Partie, die wirklich einiges verspricht. Bayern München gegen Liverpool. Interessante Partie, Wolf. Wir freuen uns drauf und ich bin sicher, Sie zu Hause auch. Mohamed Salah. Jetzt ist der Platz da. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Kimmich. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Anderson.
Das ist ein vielversprechender Pass. So, was machen Sie draus? Chance zur Führung. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist eine sichere Bude. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Nur Müller. Ballbesitz Müller. Alfonso Davies. Jetzt die Bayern im Angriff. Der wird wohl letztlich doch beim Keeper landen. Fabinho. Am Ball Wijnaldum. Mohamed Salah. Mané. Roberto Firmino. Sadio Mané. Jetzt vielleicht. Der Pass, stark gemacht. Treffer zählt nicht. Da ist die Fahne oben, gut gesehen vom Assistenten. Die Bayern mit dem Ballverlust. Gute Aktion. Salah am Ball. Den Ball holt er. Sané. Das ist Lewandowski. Matip mit dem richtigen Einsatz hier. Gutes Timing, guter Einsatz. Da verhindert er das Tor. Genau richtig gemacht. Anderson. Geht dazwischen und hat den Ball. Firmino. Das könnte die Gelegenheit geben. In höchster Not bringen sie da den Ball doch noch weg. Sané. Die Bayern bekommen den Freistoß. Große Entfernung. Schauen wir mal, ob Lewandowski das direkt versucht. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Goretzka. Der FC Bayern bekommt den Freistoß. Spielt den Ball kurz. Am Ball Niklas Süle. Den hat Alisson, natürlich. Anderson. Mané. Guter Pass jetzt. Am langen Pfosten wartet Salah. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Goretzka. Da ist Kimmich. Die Bayern über die Seite jetzt. Thomas Müller. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Die Ecke kommt rein. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? Ja. Kein Grund zur Aufregung. Den hat er nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Zu ungefährlich bisher der FC Bayern. Das wird schwierig, so ein Tor zu erzielen. Lewandowski jetzt. Guter Vorteil entschieden für die Bayern. Bayern gibt im Moment schon den Ton an in dieser Partie. Ganz alleine. Gnabry. Was war das denn für ein Tor? Mit dem Seitfallzieher macht er es. Akrobatisch, wie er da in der Luft liegt. Da zeigt er seine ganze Technik. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1.
Fabinho. Wijnaldum. Mané. Mohamed Salah. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Da haben die Bayern Platz. Und jetzt Müller. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Gnabry. Müller. Passt wieder auf Gnabry. Gnabry! Alisson hält, bald ist noch im Spiel. Mohamed Salah. Pass von Salah, aber abgefangen. Guter Einsatz, der hohe Druck zahlt sich aus. Angriff hier über Sadio Mané. Ball ist unterwegs. Mané. Vielleicht die Führung jetzt. Neuer macht zu, ganz sicher verhindert er da den Treffer aus kurzer Distanz. Die Ecke von Mohamed Salah. Goretzka. Beide Teams waren in der ersten Hälfte Erfolg. Anschluss Liverpool. Mal schauen, was uns diese zweite Hälfte jetzt noch zu bieten hat. Matip. Henderson ist das mit dem Ball. Ballverlust Liverpool. Vorteil für den FC Bayern. Liverpool mit dem Ballverlust. Jetzt kommt Robert Lewandowski. Nur noch der Torwart vor sich. Parade Alisson. Aber Gefahr noch nicht bereinigt. Die Chance gerade, die dürfen sie niemals vergeben. So erstmal weiterhin unentschieden. Ballverlust Liverpool. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Er hat den Ausgleich gemacht. Das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Und jetzt die Chance. Chance lebt noch. Gibt Elfmeter für den FC Bayern. Keine Frage für mich, Buschi. Hier muss es Elfmeter geben. Nur, dass es keine Karte gibt, das überrascht mich dann doch. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine Fehlentscheidung. Das war mindestens gelb. Da ist er drin, der Elfer. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Fabinho. Salahs Zuspiel abgefangen. Gnabry. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Leroy Sané. Das ist abseits. Richtig, da war er unaufmerksam. Henderson. Mané ist das. Wijnaldum. Roberto Firmino. Beim Ballbesitz tun sich die Bayern hier bislang schwer in dieser Partie. Aber die Führung spricht ja für sich. Sie machen trotzdem, was sie wollen in diesem Spiel. Nutzen die Chancen, die sich ihnen bieten. Das ist eine engagierte und clevere Leistung bisher. Gnabry. Ballverlust Bayern München. Pass wird abgefangen von Goretzka. Ballverlust hier durch Kimmich. Einwurf. Pavard. Und jetzt Lewandowski. Müller.
macht sich ganz lang. Was für eine Parade. Ecke kommt von Kimmich. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Kimmich. Süle. Ball soll zu Sané. Und das ist der Ballverlust. Anderson. Anderson ist das mit dem Ball. Salah. Abseits. Absolut klare Entscheidung. Sané. Ball von Sané kommt nicht an. Mohamed Salah. Jetzt müssen sie aufpassen. Mohamed Salah. Henderson. Neuer macht zu. Da den Treffer aus kurzer Distanz. Es gibt Ecke. Ecke kommt. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Wenn er das so hingeht, hält er ihn natürlich nicht auf. Die kurze Variante. Parade Alisson. Aber Gefahr noch nicht bereinigt. Zu früh gestartet. Es gibt Abseits. Oxlade-Chamberlain. Ballverlust Liverpool. Erneut so ein hervorragender Pass. Klasse Aktion, Lewandowski. Da ist er zu früh losgelaufen. War nichts zu übersehen, abseits. Ist das spannend. Auch in den letzten Minuten schenken sich beide Mannschaften nichts. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Süle. Gnabry. Jetzt Shaqiri am Ball. Vielleicht doch noch mal die Chance zum Ausgleich. Sadio Mané. Gefährlicher Pass von Mané. Da ist er! Das ist der Lucky Punch! Sie haben den Ausgleich! Wir sehen noch mal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten. Und dann ist das gut gemacht. Super Chancenverwertung aus der Halbdistanz. Angeschnittener Ball, keine Chance für den Tor. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Die Nummer 7, Serge Gnabry. Neu im Spiel, die Nummer 11, Douglas Costa. Shaqiri. Sadio Mané gibt den Ball her. Die Bayern greifen nochmal an, um hier das Spiel doch noch zu gewinnen. Benjamin Pavard. Kimmich. Komm an. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Die Bayern mit dem Ballverlust. Die Chance auf den Konter. Mohamed Salah. Van Dijk hat ihn. Robertson. Xherdan Shaqiri. Nicht präzise genug. Der Verteidiger ist dazwischen. Unentschieden steht's nach der regulären Spielzeit. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren sind der Kollege Frank Buschmann und ich, Wolf Fuß. Und ich denke, das ist eine Partie, die wirklich einiges verspricht. Borussia Dortmund gegen FC Barcelona. Ja, das ist so ein Spiel, wie du es dir als Zuschauer wünschst. Spannend, interessant. Und es ist eins klar, es wird hochklassig. Macht er gut. Und den Ball hält der Torhüter fest.
Sergio Roberto. Da ist Messi. Frenkie de Jong. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Da passt er auf. Lionel Messi. Gibt abseits. Da läuft er einen Moment zu früh los. Da holt er den Ball zurück. Und stark von Messi. Messi mit dem Versuch. Den Ball kann Hummels blocken. Erling Haaland. Messi. Jetzt der Schuss von Messi. Der Ball geht an den Pfosten. Guerrero. Das war eine wichtige Szene. Das hätte die Führung sein können. Es ist ein Alu-Treffer. Es ist ganz viel Pech. Gutes Tackling. Ein kurzer Hinweis auf das nächste Fanpunkt-Treffen. Das findet am kommenden. Guter Pass. So, der Pass kommt nicht an. Piqué ist da. Das ist Freistoß für Dortmund. Ist eigentlich zu weit für einen direkten Schuss. Dürfte eine Hereingabe geben. Den Ball fängt er. Das war nicht der beste Freistoß. Jetzt Witzel. Geht er jetzt weite Wege, will den Ball. Und jetzt wird es Einwurf geben. Jetzt der Angriff von Barca. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. Gute Chance jetzt natürlich bei diesem Freistoß. Frenkie de Jong. Lionel Messi. Und da klingelt es zum ersten Mal in diesem Spiel. Barça ist damit in Führung. Jetzt Meunier. Da ist Witzel. Jetzt vielleicht der BVB. Da kann er ihn stoppen. Vielleicht die Konterchance. Gut verteidigt. Guerrero. Da hat er die Chance. Er wirft sich in den Schuss. Nee, der Lupfer war verunglückt. Ja, müssen Sie jetzt abhaken. Aus so einer Chance müssen Sie mehr machen. Und Messi. Und jetzt Coutinho. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Hummels sieht nach diesem Foul gelb. Große Entfernung zum Tor. Aber Messi hat alles drauf. Auch das. Gerard Piqué. Den spielt er in den Lauf. Griezmann. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Chance zum Konter jetzt. Da kommt der Konter. Da bedankt sich die Abwehr. Die Konterchance ist erstmal vertan. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Coutinho. Am Ball Griezmann.
Schöner Pass jetzt, Griezmann. Jetzt vielleicht. So, Tor für Barcelona. Und damit beträgt der Vorsprung hier 2 Tore. Da ist die Szene nochmal. Ja, da wird der Keeper aber mal komplett von seiner Abwehr im Stich gelassen. 2 gegen 1. Ja, er muss sich für eine Seite entscheiden und dann fällt das Tor. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ist er schwer vom Ball zu trennen? Er setzt sich. Erling Haaland! Sie haben sich nicht aufgegeben und schaffen hier den Anschluss. Was ist noch drin? Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Den muss er besser verteidigen. Ansumane Fati! Super gehalten von Birki. Da hatten sie natürlich eine exzellente Chance aus kürzester Entfernung. Das kann Hummel. Birki lenkt den Ball so eben noch über die Querlatte. Gibt erneut Eckball. Die Ecke jetzt von Lionel Messi. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Frenkie de Jong. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Barcelona verliert den Ball. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Da, der Konter. Jadon Sancho. Das ist hier ganz klar abseits. Jetzt Coutinho. Lionel Messi. Super Pass von Messi. Coutinho. Barcelona kann erhöhen. 2 Tore liegt man jetzt vorne nach diesem Treffer. So ist dieses Tor gefallen. Steilpass von Lionel Messi. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Nach diesem Treffer steht es nun. Jadon Sancho. Erling Haaland. Vermeintlich klare Führung zur Pause. So, Spiel geht weiter. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. Die Führung bisher für Barca war eine gute Partie bislang von den Katalanen. Wird einen Freistoß für Barcelona geben. Jetzt ist der Platz da. Longley. Das ist Busquets. Ball bei Lionel Messi. Vielleicht die Konterchance. Ja, Coutinho, super Pass. 5 Worte. Was für ein Tor, Buschi. Tja, Wolf, ein paar Worte mehr. Ein absolut perfekter Konter. Blitzschnell nach vorne und dann auch noch den Treffer gemacht. Ein Wort. Klasse. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Das war nicht gut vom Abwehrspieler. Jadon Sancho. Da setzt er eine riskante Grätsche ein. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Jetzt Coutinho. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Hummels geht da richtig rein. Jadon Sancho. Sie holen sich den Ball. Spiel läuft weiter, Vorteil. Oh, da ist er durch. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Und jetzt Coutinho. Das macht er sehr gut. Toller Pass. Ganz gefährlich. Die Chance lebt noch. Das ist noch gefährlich. Es gibt Strafstoß für den BVB. Da verursacht er einen Elfmeter, aber hat trotzdem Glück, Buschi. Ja, denn er darf weiterspielen. Es gibt nicht mal Gelb. Das ist schon eine Überraschung.
Der Strafstoß ist drin. Toller Elfmeter, kalter, eiskalter Elfmeter. Hier nochmal die Wiederholung. Torwart fliegt in die Ecke, Schuss kommt in die Mitte. Wer trifft, hat recht. 4:2 steht's damit. Hier ist einiges los. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Sehr guter Einsatz von Mats Hummels. Jadon Sancho. Und die Gelegenheit. Sie machen das Tor. Ist es denn zu glauben? Kommen Sie hier doch wieder rein in dieses Spiel. Nur noch ein Tor Rückstand. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und da zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Heute zeigen hier beide ein Offensivspektakel. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Reißt ihn ab! Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Er zeigt hier eine richtig starke Leistung, Buschi. Ja, das hätte gerade Tor Nummer 3 sein können. Ausnahmsweise vergibt er mal. Jetzt Busquets. Ball jetzt bei Griezmann. Jetzt Messi. Gefährlich jetzt. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Immer noch die knappe Führung. Den Ball eben, den müssen sie machen. Oh, Marco Reus. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Unaufhaltsam. Frenkie de Jong. Da mit viel Übersicht. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Guter Pass. Jadon Sancho. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Könnte gefährlich werden, Messi am Ball. Schwere Aufgabe hier, Buschi. Noch dieser knappe Rückstand, wie siehst du es? Der BVB muss Druck machen, die Zeit läuft gegen sie bei diesem Spielstand. Sie brauchen Torgefahr, jetzt sind Kreativkräfte gefragt. Sergio Roberto. Barcelona über außen. Die Gelegenheit für die Flanke. Griezmann. Den Ball hat er. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Ein Tor Rückstand, das ist nicht viel. Das kann der BVB immer aufholen. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Er lässt sie links und... Klasse Chance jetzt. Keine Gefahr mehr, gut gelöst. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Erling Haaland. Toller Pass. Nicht präzise genug. Der Verteidiger ist dazwischen. Jadon Sancho. Jadon Sancho! Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben Sie sich selbst zuzuschreiben. 4:4. 8 Treffer. Das hat man auch nicht allzu oft. Borussia Dortmund lässt nicht locker. Vielleicht die letzte Chance jetzt, das Spiel doch noch zu entscheiden. Flanke soll zu Reus. Gute Parade. Dembélé. Jetzt der Angriff von Barca. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Da holt sich Messi den Ball. Chance zur Führung. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen.
und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Pjanic. Hier konnte sich kein Team durchsetzen, der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Board in the house and I'm in the house, boy. Board in the house and I'm in the house, boy. Board in the motherfucker in the house, boy. Board in the motherfucker in the house, boy. Board in the house and I'm in the house, boy. Board in the house and I'm in the house, boy. Board in the motherfucker in the house, boy. And I'm board in the motherfucker in the house, boy.